Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikermieter. Ich bin Andreas und das ist der EPF1 Pro. Ich habe dieses Gerät für ca. 2 Wochen kostenfrei vom Kanal Technik Tests von Michael zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ich bin mit dem Gerät jetzt ca. 1 Woche gefahren. Ich habe den Akku 2-mal leer gefahren und im Anschluss noch den Reichweitentest gemacht und meine kleine Runde. Also ich denke, ich bin so 60, 70 Kilometer damit gefahren. Ja, normalerweise würde ich jetzt mit euch einen Blick in den Karton werfen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich keinen Karton habe, sondern ich habe nur den Scooter und das Netzteil von Michael geborgt bekommen. Und so bin ich jetzt auf die ePowerFun-Webseite gegangen und habe mir hier mal die technischen Daten ausgedruckt und möchte die jetzt mal gerne mit euch durchgehen. Also, es handelt sich hier um den EPF1 Pro. Der hat natürlich eine ABE-Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes für den Straßenverkehr nach der EKFV, also Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung. Und er ist STVO-konform, also entspricht der Straßenverkehrsordnung. Alter, 14 bis 99 Jahre. Geschwindigkeit, 20 km/h plus minus 1 km/h Toleranz. Ja, es dürfte bekannt sein, dass der Hersteller hier nach oben optimiert hat und das Gerät fährt auch wirklich die 22 km/h. Reichweite, ca. 40 Kilometer. Bei einem 36 Volt Akku mit 418 Wattstunden. Das ist eine Akkuleistung von 11,6 Amperestunden. Ja, eine kleine Besonderheit ist hier die Ladebuchse. Die befindet sich hier oben am Lenker. Hier ist so ein kleiner Gummiverschluss drauf. Und dann könnt ihr hier euer Netzteil nehmen und das anschließen. Das wird positiv dargestellt auf anderen Kanälen. Ich persönlich bin da nicht ganz der Meinung, weil ich habe das Problem festgestellt, meine ganzen Steckdosen befinden sich unten und ich habe hier immer diese Länge von dem Kabel, also ich kann diesen Charging Brick, also dieses Ladegerät, gerade so auf den Boden legen. Ich habe relativ wenig Möglichkeiten, hier irgendwie weiter wegzukommen und so verbleibt für den Weg zur Steckdose letztendlich nur dieses Kabel hier. Das hat mir persönlich nicht so zugesagt, aber das ist ja eine ganz persönliche Meinung. Der eine oder andere findet es vielleicht wirklich besser, wenn er sich nicht bücken muss. Die Ladezeit ist mit 6 bis 7 Stunden angegeben. Na gut, wir haben 2 Ampere, 11,6 durch, sagen wir 12 durch 2 Ampere, das müsste 6 Stunden sogar darunter liegen, also theoretisch die Ladezeit. Die Nenndauerleistung ist mit 440 Watt angegeben. Wir haben Bremsen, haben wir hinten eine Scheibenbremse. Die hat einen Durchmesser von 120 mm. Und vorne haben wir eine elektrische Motorbremse mit Rekuperation. Das heißt, da wird Energie in den Akku zurückgeführt. Wir haben oben rechts den Bremshebel und oben links den Druck, einen Daumenbremshebel. Das zeige ich euch nachher genauer. Energierückgewinnung und Rekuperation. Der EPF1, in dem Fall der Pro, lädt den Akku bei der Fahrt nach und zwar in 2 Bereichen. A, beim Bremsen. B, beim Bergabfahren. Wenn man auf dem Gas bleibt, dann wird der EPF1 auf die maximale Geschwindigkeit von 22 km/h eingebremst und die gegebenenfalls überschüssige Energie wird zum Nachladen verwendet. Wenn der EPF1 Pro bergab rollt, kann man auch weit höhere Geschwindigkeiten als 22 km/h legal erreichen, aber der Akku wird dabei nicht nachladen, also wenn man quasi nicht den Knopf drückt. Beleuchtung. Ja, wir haben natürlich voll integrierte Beleuchtung, die sich einschaltet, wenn ihr nach dem Einschalten noch einmal auf den Knopf drückt. Vorne haben wir die gleiche Lampe, ich mache die mal kurz an. Die kennt man vom Legend und vom Legend Light. Ja, das ist wirklich genau dieselbe Beleuchtung und da dürfte ja bekannt sein, dass das eine sehr gute Beleuchtung ist, mit einer sehr guten Ausleuchtung. Abmessungen 118 x 42 x 120 cm. Gefaltet werden die, wird aus den 120 cm eine Höhe von 51 cm. Zu den 120 cm. Mir ist aufgefallen, dass der Griff ziemlich hoch ist. Also nicht zu hoch, aber wirklich auf einer angenehmen Höhe. Also auch für größere Menschen sehr gut geeignet. Eine weitere Sache, die mir dabei noch aufgefallen ist, wobei mir die gar nicht selber aufgefallen ist, der Winkel hier ist relativ doll nach hinten. Wie gesagt, es wäre mir gar nicht aufgefallen, hätte ich nicht dazu einen entsprechenden Kommentar bekommen. Und so beantworte ich die Frage jetzt gleich für alle. Nein, es ist mir nicht zu nah während der Fahrt. Das hat keine Probleme verursacht.
Und jetzt ist hier noch beschrieben, Chassis, Aluminiumrahmen mit versteckter 24 mm Aussparung in der Trittfläche. Dabei geht es hier rum, sind also offenbar 2,4 cm. Messe ich nach. So, kommt hin. Wozu braucht man das? In Deutschland gar nicht. In Deutschland ist es ja nicht legal erlaubt, hier einen Sitz drauf zu machen. Aber in anderen Ländern geht sowas. Ja, würden sich echt viele Leute wünschen, aber aus irgendeinem Grund hält man das in Deutschland leider für viel zu gefährlich. Schade. Es gibt eine Handy-App. Es gibt den Controller von Hobbywing. 18 Ampere kann der maximal liefern. Es gibt dadurch eine extrem feinfühlig regelbare Bremse. Ja, das stimmt. Und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man ruckelfrei. Und dann würde ich gerne noch lobend den Motor erwähnen. Der ist wirklich extrem leise. Also sowohl bei der Beschleunigung, auch wenn er seine hohe Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Ich glaube, das ist so der leiseste Motor, den ich je gehabt habe. Bereifung. Ja, wir haben 10 Zoll Bereifung. Das ist ein Unterschied zum EPF1. Der hat nämlich 8,5 Zoll gehabt. Wir haben hier pannensichere Honeycomb-Bereifung. Ich schaffe es mit der Hand nicht, hier groß was einzudrücken. Und das war auch tatsächlich vom Gefühl so während der Fahrt. Die Honeycomb-Bereifung ist aus meiner Sicht nicht so gut wie eine Luftbereifung. Also ich habe ja im Vergleich den Mi Pro 2 gehabt. Der hat zwar immer 8,5 Zoll, aber er hat eine Luftbereifung. Also ich empfand das als angenehmer als die Honeycomb-Bereifung. Trotz 10 Zoll beim EPF 1 Pro. Ja, wir haben natürlich eine Kennzeichenhalterung. Die muss man als Kunde, glaube ich, selbst montieren. Ich habe hier das Kennzeichen abgeklebt, weil das ist ja nicht mal mein Roller. Da möchte ich das den Ungarn zeigen. Ersatzteil, ja, das finde ich auch witzig. Alle Teile des EPF 1, gut, in dem Fall wird es der Pro sein. Da musste man vielleicht nochmal auf der Webseite die Beschreibung noch ein bisschen genauer sich angucken, von Hersteller sei ich. Ich habe tatsächlich beim EPF 1 Pro City geguckt und mir das da runtergeladen. Jedenfalls, alle Ersatzteile sind für jedermann käuflich zu erwerben. Und das ist ja tatsächlich auch die Story von ePower Fun. Der Stefan Köhler, dem die Firma gehört, der hat ja wirklich, ist ja wirklich zum Hersteller gegangen und hat gesagt, ich möchte alle Teile haben. Ja, also wenn ihr euch irgendwas kaputt geht, dann werdet ihr jedes Teil nachkaufen können. Und ePower Fun ist ja auch wirklich für den guten Service berühmt. Ich selber habe allerdings keinerlei Erfahrung gemacht. Ich habe dem Stefan da nie irgendeine E-Mail hingeschrieben oder so. Führerscheinpflicht? Nein, man kann den ab 14. Das ist ja jetzt nicht speziell für diesen Roller. Alle E-Scooter könnt ihr ab 14 fahren. Helmpflicht gibt es nicht. Aber hier wird ein Helm beworben von ePower Fun. Aber es wird natürlich stark empfohlen, dass man einen Helm trägt. Ne? Lieferumfang, E-Scooter, 4 Schrauben, Werkzeug, Lenker, 2 Schrauben für Halter, Kennzeichen, Ladegerät und dann noch die Packungsmaße. Eine Sache, die weiß ich jetzt auch nur vom Hörensagen bzw. vom YouTube-Videos schauen. Bei der Verpackung des EPF 1 Pro, sowie des EPF 1 auch, wurde darauf geachtet, dass kein Styropor verwendet wird. Die besteht komplett aus Karton. Und ich habe auch nicht gehört, dass es schon mal da irgendwelche Probleme gab. Aber das würde ich dennoch gern erwähnen. Es gibt andere Geräte, wo das schon mal schief gegangen ist. Berühmtes Beispiel ist da der Nami Viper Bernie. Das ist ein ausländischer Scooter. Der war auch so eingepackt und der kam leider durchaus schon mal beschädigt beim Kunden an. Aber wie gesagt, hier beim EPF 1 Pro habe ich noch nichts gehört, dass da irgendwann mal irgendwo irgendwas schief gegangen ist. Und letztendlich der Umweltgedanke, finde ich ja, ist ja auch eine gute Sache. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Sache ansprechen, die mir beim Netzteil aufgefallen ist. Ich habe ja nun aktuell 7 E-Scooter hier rumstehen und dementsprechend viele Netzteile auch. Und ich habe hier mal 2 weitere Netzteile. Einmal vom SoFlo SO4 Pro. Das ist das hier. Und das ist das Netzteil vom Wizard 2.5 Plus EKFV. Hier die Stecker, die sehen alle gleich aus. Und jetzt ist es halt so, hier oben in der Buchse passt nicht nur der Stecker vom
E-Power One Netzteil. Jetzt habe ich gedacht, okay, das vom Wizard wird auch passen. Aber nein, der Durchmesser ist tatsächlich noch ein bisschen erhöht. Was aber passt, ist das Netzteil vom Soflo SO4 Pro. Das kriegt man da rein. Und das ist gefährlich. Und deswegen erwähne ich das. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr diese beiden Scooter habt. Denn Netzteile funktionieren im Allgemeinen so, dass die von sich aus abschalten, wenn die Spannung im Akku erreicht ist. Und nun haben wir hier ein 36 Volt System und der Soflo SO4 Pro ist ein 48 Volt System. Und wenn ihr jetzt dieses Netzteil daran schließt, dann lädt er bis oder versucht auf 54,6 Volt aufzuladen statt 52,5 Volt. Und das führt dazu, dass die Zellen überladen werden. Eigentlich haben die Zellen auch noch einen eigenen Überspannungsschutz, aber so ganz, da wird es auf jeden Fall kritisch, da kann was passieren und das ist dann nicht schön, wenn da was passiert. Deswegen wollte ich es erwähnen. Dann wollen wir uns das Gerät mal aus der Nähe angucken. Zunächst mal möchte ich das Deck vermessen. Wir haben eine Breite von 15 cm. Na, 15,5. Und eine Länge von hier bis hier sind es 46 cm. Gut, man kann natürlich immer noch ein bisschen hier neben treten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe meinen vorderen Fuß immer hier hingestellt. Dann wird es natürlich mehr. Ja, hier auf dem Grip Tape seht ihr das ePower Fun Logo. Hier die Schweißnähte sehen sehr ordentlich aus und die sind überlackiert, was auch nett ist. Genauso hier in dem Bereich. Aber da habe ich jetzt eigentlich auch bei keinem Scooter irgendwelche Probleme bemerkt. Hier an der Seite habt ihr eure Reflektoren, die in Deutschland vorgeschrieben sind. Am Hinterrad habt ihr hier die Scheibenbremse. Hier seht ihr das Rücklicht. Das Rücklicht hat keine Bremslichtfunktion, soweit ich weiß. So sieht es halt aus, wenn es eingeschaltet ist. Und wenn ich jetzt bremse, da verändert sich nichts, ne? Ja, hier seht ihr mal aus der Nähe die 10 Zoll Honeycomb-Reifen. Hier ist es angedeutet mit den Löchern, aber es geht nicht ganz durch. Und wie gesagt, ich kann hier nichts eindrücken. So, ich habe ihn jetzt gerade mal hier an den Rand geschoben, damit ich euch den Ständer zeigen kann. Ja, das ist ein Ständer, wie man ihn schon häufiger gesehen hat. Das ist ein bewährtes System, funktioniert sehr gut. Hier seht ihr die Befestigungsschrauben von der Federung. Hier unten vermissen wir jetzt eine Ladebuchse, weil die ist ja oben. Hier im vorderen Bereich haben wir den Motor. Hier haben wir auch nochmal ein Logo. Hier haben wir den Klappmechanismus. Ja, wie der genau funktioniert, zeige ich euch gleich, wenn das Gerät zusammengeklappt wird. Was mir sehr gut gefällt, ist hier dieser Schlauch, der hier rumgewickelt ist. Der hat eine sehr schöne Kontur, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Auf der anderen Seite haben wir die Seriennummer, das Typenschild und ja, sonst ist da eigentlich nichts dran, weil wie gesagt, die Ladebuchse ist ja oben. So, dann werde ich die Kamera jetzt mal wieder hinstellen und dann zeige ich euch mal den Klappmechanismus. Hier gibt es einen kleinen Hebel, den zeige ich euch gleich nochmal in der Detailaufnahme. Den müsst ihr hochziehen und dann könnt ihr den Klappmechanismus hier öffnen. Dann klappt das hier runter und jetzt muss man hier das Ding hochziehen, nach hinten drücken. Und dann sind da so zwei Federn dran, dass das vorne einrastet. Dann könnt ihr euch den schnappen. 16,8 Kilo, glaube ich, waren es. Drückt ihr das hier nach hinten. Klappt den Lenker hoch. Drückt den Hebel runter. Und fertig ist er. Ständer einklappen und dann könnt ihr losfahren. Hier ist nochmal der kleine Hebel, den ihr hochziehen müsst, bevor ihr den Hebel aufmachen könnt. Das ist noch eine zusätzliche Sicherung. Ja. Von unten gehen wir jetzt mal an der Lenkstange hoch, kommen hier bei der Lampe vorbei. Ich schalte die einmal an. Der Lenker hat eine Breite von 42,5 cm. Hier haben wir den Bremshebel für die hintere Scheibenbremse. Auf dieser Seite haben wir den Hebel für die elektrische Bremse. Und dies bei den Hobbywing-Controllern wirklich immer sehr gut. Hier seht ihr, das Gerät ist voll geladen. Zum Ausschalten des Geräts müsst ihr einmal länger drücken. Zum Einschalten des Geräts auch länger drücken. Durch einmal drücken schaltet ihr die Lampe ein. Den Fahrmodi können wir hier, glaube ich, nicht wechseln. Das geht, glaube ich, nur über die App. Wenn man jetzt einen Doppelklick macht, dann passiert nichts.
und durch länger gedrückt halten schaltet ihr das Display wieder aus. Die Klingel ist wie bei vielen E-Scootern hier im Griff integriert. Klingt so. Zu erwähnen wäre noch, dass hier diese Kabeldurchführungen alle mit solchen Spritzwasserschutzdingern versehen wurden. Hier hinten der Haken, der dient dem Klappmechanismus. Zur Not kann man ja auch mal eine leichte Tasche anhängen, würde ich sagen. Wenn wir den Scooter hier auf die Seite legen, dann seht ihr hier hinten die beiden Federelemente. Die sind mit zwei 14er Kontermuttern hier festgemacht. Und an diesen Muttern könnt ihr quasi die Federwirkung nachstellen. Das hatte ich gemacht und nachdem ich das gemacht hatte, hat es hinten deutlich weniger geklappert. Ja, als nächstes würde ich euch gerne die App vorstellen. Ich mache die App einmal auf. Um den Roller jetzt verbinden zu können, muss ich ihn einmal einschalten. Jetzt kann ich hier auf getrennt drücken, dann wird nach verfügbaren Geräten gesucht, dann wähle ich den Roller aus und jetzt bin ich verbunden. Jetzt wird mein Akkustand von 99% hier angezeigt und die Leistungsanzeige ist jetzt ruhig. Ich kann mal probieren, ob ich ihn angeworfen kriege. Ja, dann seht ihr hier, wie hochbeschleunigt auf in dem Fall hier 21,7 km/h. Das Display zeigt 22 km/h an. So, jetzt wird das wieder abfallen. Ihr könnt den Roller hier sperren. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt versuche zu starten. Ah, also das Ding hängt fest, ganz witzig. Und es piepst. Dann gibt es hier Einstellungen. Da kann man die maximale Geschwindigkeit zum Beispiel runterstellen, sogar fließend. Aktuelle Einheit km/h, Modus Kickstart, lass mich ausprobieren, geht das? Standstart? Ah, er nimmt es nicht an. Ah, das geht nicht. Tageskilometer kann man hier zurücksetzen, aktuelle Sprache Deutsch, Passwort ändern, habe ich nicht ausprobiert. Name des Scooters ändern und Firmware Update, da kann ich einmal drauf drücken. Da steht jetzt die Firmware-Version, die hier drauf ist. Wenn ich Upgrade drücke, dann macht er jetzt was. Okay, das hat er noch nicht gemacht. Das Update dauert ca. 2 Minuten. Nicht abschalten, nicht vom Scooter entfernen. Update erfolgreich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob eine neue Version drauf ist. Ich weiß nicht mehr die alte Nummer. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Gut, das waren hier alle Optionen. Und dann gibt es noch Details. Hier seht ihr auch, der Akku wird mit 100% angegeben. Die aktuelle Geschwindigkeit seht ihr, die Spannung in Volt, die Stromstärke in Ampere. Die Eingangsleistung, das ist letztendlich die Leistung, die am Motor anliegt. Tageskilometer, gut. Jetzt weiß ich auch, woher dieser Wert kommt. Den kann man nämlich in der App zurücksetzen. Und Gesamtkilometer. Also das Gerät hat jetzt 76 Kilometer zurückgelegt. Ich glaube, ich habe schon mehr als der Michael. Gut. Ich will ihn nochmal kurz anwerfen, dann seht ihr mal, wie sich die Werte hier ändern. Hier seht ihr halt auch die Geschwindigkeit. Und jetzt wird hier Eingangsleistung 5, okay, das erscheint mir jetzt ein bisschen niedrig. Gut, ich stehe auch nicht drauf. Was man aber auch sieht, wenn ich loslasse, dann wird es negativ. Das bedeutet, hier findet eine Rekuperierung statt. Interessant. Gut, so viel zur App. Als nächstes will ich auf ein paar Probleme eingehen, die ich mit dem Gerät hatte. An sich hatte ich keine Probleme mit dem Gerät. Abgesehen von einer Sache, es hat ein bisschen geklappert. Und am Anfang hat es hier hinten, bei der kleinen Runde merkt man das, da hat es dort relativ stark geklappert. Das konnte ich durch Einstellen der hinteren Federung relativ gut beheben. Dann ist aber hier vorne, ich konnte nicht genau identifizieren, an welcher Stelle. Da hat es auch ein bisschen geklappert. Ich habe das immer auf meine Handyhalterung zurückgeführt. Wenn man sich die hier anguckt, die hat hier oben Gummi, da kann nämlich nichts klappern. Hier hinten ist er auch gummiert. Und wenn das hier so gespannt ist, dann kann, also beim besten Willen, da klappert nichts. Also wo das herkommt, das weiß ich nicht. Das hat mir halt nicht so gut gefallen. Ansonsten hatte ich keine Probleme mit dem Gerät.
So, zum Abschied möchte ich ein kleines Fazit machen. Ich möchte euch sagen, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Genau. Also, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, ist die Geschwindigkeit von 22 km/h. Die erreicht er zuverlässig und schnell und das hat mir wirklich sehr gefallen. Dabei ist der Motor noch sehr leise und die Beschleunigung ist auch sehr gut. Die nimmt allerdings ein bisschen ab, wenn der Akkustand runtergeht. Was mir natürlich auch gut gefällt, ist der verbaute Akku von 11,6 Amperestunden. Mir gefällt auch gut, dass er hinten eine Federung hat. Allerdings würde ich hier tatsächlich Luftreifen bevorzugen. Ich habe es gerade im Vergleich zum Mi Pro 2 gemerkt, dass die Luftreifen tatsächlich mehr Komfort bieten als die Honeycomb-Reifen in Kombination mit der hinteren Federung. Und vorne haben wir ja gar keine Federung. Weiterhin kann man lobenswert erwähnen, die Verarbeitung von dem Gerät. Hier sind keinerlei Mängel oder ähnliches zu erkennen. Man hört es immer wieder, der Service soll sehr gut sein. Gut, ich habe es selber nicht ausprobiert. Und eine Sache würde ich gerne noch lobend erwähnen. Ich habe einen relativ breiten Handyhalter, aber den kriege ich hier ohne Probleme hin. Hier ist genug Platz an der Lenkstange, dass ich da meine Handyhalterung anbringen kann. Ja, negativ ist mir aufgefallen, zum einen dieses Klappern, was ich hatte. Gut, ich habe es hinten zumindest größtenteils beheben können. Dann der Komfort bei meinem Gewicht. Ja, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Durch die Honeycomb-Reifen hatte ich das Problem beim einen Reichweitentest, dass ziemlich viele Stöße auf mein Handgelenk übertragen wurden über die Lenkstange. Das hat mir halt nicht gefallen. Und das Dritte, was mir nicht so gut gefällt bei dem Gerät, ist, wenn der Akkustand runtergeht, und das war ja in meinem Fall nach 19,5 Kilometern so, da ist die Geschwindigkeit drastisch eingebrochen. Ich bin dann aber immer noch 2 bis 3 Kilometer weit gekommen, aber halt mit 10 km/h und so. Und das Verhalten gefällt mir leider bei dem Controller nicht so gut. Gut, ja, dann würde ich noch gerne sagen, für wen ist dieses Gerät? Also was ich mir hier sehr gut vorstellen kann, ist der Arbeitsweg. Wenn ihr, keine Ahnung, im Bereich von 8 Kilometern ungefähr pendelt, dann kommt ihr mit dem Gerät mit einer Akkuladung hin und zurück und könnt dann zu Hause wieder vollladen. Wenn ihr natürlich auf der Arbeit die Möglichkeit habt, noch nachzuladen, dann kommt er sogar noch weiter. Für kürzere Strecken unter 10 Kilometer finde ich den auch absolut geeignet, sogar bei meinem Gewicht. Ich bin ja mit 119 Kilogramm gefahren, mit meinen Klamotten und so. Ich habe mich einmal auf die Waage gestellt, da war ich bei 120,6 Kilogramm mit der Kamera und allem drum und dran. Also ich bin sogar oberhalb des zulässigen Gesamtgewichts gewesen um 0,6 Kilogramm. Dennoch die Beschleunigung und so, das hat alles gepasst. Er ist auch noch mit mir den Berg ganz gut hochgekommen. Lediglich der Komfort, der hat mir auf Dauer ein bisschen nicht so ganz zugesagt. Also da würde ich sagen, da solltet ihr mit euren Strecken unter 10 Kilometer bleiben oder halt entsprechende Pausen einplanen. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!